Hallo Ann, schön, dass du da bist. Hey, ja, ich habe heute mal rechtzeitig Feierabend. Wie Und schön, esse gleich noch einen Gabriele, Kuchen. Tanja, super. Agnes, schön, ich freue mich. Silke, ICX Nika, XC Nika. Ja, guten Abend allerseits. Machen wir weiter im Kapitel 19. Erstes Unterkapitel, Paragraph 11. Seite, sage und schreibe 400. 400. Ja, und vor allem laden wir uns selber hier ein. Ich mich, du dich, ich dich, du mich. Wir uns, du uns. Wir, du dich. Und uns als Ganzes. In dem Kapitel geht es ganz viel um Glaube und Unglaube. Und ich finde das eine sehr praktischer Begriff, weil ich ganz deutlich sehen kann, wo ich einfach aufhöre zu glauben, wo ich meinem Bruder misstraue, wo ich ganz, also wo ich. Und es kann ganz banal sein, so, wo ich halt sage, ja, ist jetzt unwahrscheinlich, dass er jetzt, ist jetzt unwahrscheinlich, dass er jetzt irgendwie mal eben abheben kann und fliegen kann oder so. Also so, oder es ist unwahrscheinlich, dass er mal eben jetzt sein, was weiß ich, seinen Krebs geheilt kriegt morgen. Steht zwar alles in dem Buch und wir wissen, dass es das tausendfach gegeben hat und dass Heilung in jeder Hinsicht gar kein Problem ist, so, aber wir belassen es doch lieber in den Büchern und in den Filmen, wo das noch schön kontrollierbar in einer gewissen Distanz berichtet wird und wo ich mich darüber freuen kann, dass es möglich ist. Aber für mich jetzt und hier, ja, glaube ich nicht. Also nicht wirklich. Also schon, ich glaube das. Ich bin ja ein trainierter Schüler, aber nicht jetzt. Also ist ja unwahrscheinlich, dass jetzt die Ulrike, die Ex-Frau von Wolfgang, die Krebs hat, eine Heilung erfährt, eine Spontanheilung sozusagen. So, ich will mich ja nicht zu früh freuen, ne? Nicht, dass das böse Ende und so, die Enttäuschung und so weiter und so fort. Aber in Wahrheit ist es wahrscheinlich alles nur ein Versuch, die Kontrolle zu bewahren vor der Liebe, die da anklopft. Und in dem Kapitel, soweit ich es verstanden habe, wird dann auch einfach gesagt, oder ich als wenn ich dich, also da verstehe ich auch diese Idee des Körpers besser. Es geht nicht darum, dich nicht als Körper zu sehen oder deinen Bruder nicht den Körper zu sehen, sondern nur Licht oder sowas, sondern es geht darum, die Prioritäten zu setzen. Also wir erheben ja mindestens den Körper mindestens auf die Ebene des Geistes so. Und alles, was es braucht, ist, dass ich den Geist über den Körper stelle. Also wenn ich den Körper nicht mehr die erste Priorität gebe, sondern logischerweise, vernünftigerweise den Geist dahinter. Dann habe ich kein Problem mit dem Körper, dann darf der ruhig da sein.
Und bin ich einfach nicht in Konflikt mit dem Körper. Und darum geht es ja, hier zu sein, in einer Welt, wo ich scheinbar einen Körper bewohne und so Sachen. Und einfach nicht damit in Konflikt zu sein, wahrheitlich nicht in Konflikt zu sein, mir das zu vergeben, wo ich mich finde. Zu lernen, was es bedeutet, zu vergeben. Zu erfahren, was es bedeutet, die Angst davor zu verlieren, abstrakt zu sein, tatsächlich ungegenständlich zu sein. Und dann schließlich und endlich einfach die Liebe, den Ruf der Liebe hemmungslos zu hören, ohne Hemmung, ohne Grenze, ohne Auferlegtes, ohne also klar zu hören, deutlich zu hören. Der Glaube ist, also Seite 400, letzter Abschnitt, Nummer 11, Paragraph 11, der Glaube ist die Gabe Gottes durch ihn, den Gott dir gab. Und dann siehst du mal, wie einfach der Heilige Geist ist. Also das ist gar nicht so kompliziert, weil ich sehe ganz genau, wie ich eingangs sagte, ich sehe ganz genau, wo ich misstraue. Wo ich denke, ah nee, das klappt jetzt nicht in mir oder in jemand anders oder so. Boah, also ich kenne das so gut, dieses Misstrauen. Und ich kenne es auch, wenn ich jemanden, eigentlich an jemanden glaube. Oder wenn ich an etwas glaube. Und wie viel Spaß das macht. Wie viel Spaß das macht, an deinen Bruder zu glauben. Dass er nicht das ist, was er mir gerade zeigt. Dass er nicht seine Krankheit ist, dass er nicht seine Verzweiflung ist, dass er nicht seine Sorgen ist, dass er nicht seine Mutlosigkeit ist. Sondern dass ich weiß es aber, dass ich darauf, ich weiß es nicht. In einer Welt der Körper kann ich das nicht wissen, denn das Wissen habe ich weggeschmissen im Austausch der Illusion, so im Gegenzug, also um die Illusion haben zu können, habe ich die Wahrheit halt weggeschmissen, die Erkenntnis, das Wissen. Also kann ich hier nicht von Wissen reden, aber ich kann aber den Glauben anwenden und ich weiß es nicht, da ob mein Bruder wirklich gut ist und ob er es gut mit mir meint oder ob er nicht vielleicht doch dann nochmal ausschlägt, um mir eins reinzuwürgen, um mir zu zeigen, dass er mich gar nicht liebt, mich gar nicht kennt, mich gar nicht will, sondern also das Misstrauen anzuwenden, sondern eben den Glauben anzuwenden. Oh, mein Bruder liebt, mein Bruder ist Liebe, mein Bruder liebt mich tatsächlich. Er liebt mich. Wir lieben uns. Das, und ja, um zurückzukommen, um nicht den roten Faden zu verlieren, genau darin, schaut mal, wie einfach der Heilige Geist ist. Das ist ja jetzt gar kein Hokuspokus mehr. Ich muss ja einfach nur in den Glauben gehen, weil hier steht, der Glaube ist die Gabe Gottes, also der Heilige Geist. Ne? Gottes Gabe an uns hier in der Trennung ist der Heilige Geist. Der geheilte Geist, dieses Gespenst, dieses gute Gespenst. Der Glaube ist die Gabe Gottes durch ihn, den Gott dir gab. Ja? Also durch ihn, den Heiligen Geist, den Gott dir gab. Der Unglaube schaut, also im Glauben an meinen Bruder oder auch an mich selbst, erfahre ich schon den Heiligen Geist. Und das meine ich, so einfach ist das. Also das kannst du ja tun. Du kannst ja sagen, okay, ich lege jetzt mein Misstrauen und mein Widerwillen und meine Missgunst und meine Geringschätzung mal zur Seite und glaube an meinen Bruder. Ich will es doch, ich liebe ihn doch. Ich will ihn doch lieben, ich liebe ihn doch. Wie schön wäre das, wenn das die Wahrheit ist. Und ja, das wäre schön, und wenn ich das auch noch gesagt kriege, ich soll es tun, so, ja. Und dann bin ich ja schon da. Dann erfahre ich den Heiligen Geist.
Der Glaube ist die Gabe Gottes durch ihn, den Gott dir gab. Der Unglaube schaut auf den Sohn Gottes und beurteilt ihn als der Vergebung unwürdig. Also mein Misstrauen, das schafft er nie. Das, ich meine, da muss ich nur auf meinen Sohn schauen, wie ich die ganze Zeit denke, so als Mutter denke, man musste sein Kind erziehen und dann will ich ihn verbessern oder denke, oh, der soll man nicht so meckern oder soll man besser aufräumen und sowas. Was wende ich an? Ich wende den Unglauben an. Genau, der Unglaube schaut... Darf ich das sagen? Genau so ging es mir, als meine Kinder klein sind. Genau das Gefühl hatte ich und habe ich gedacht, es stimmt was nicht. Und das hat mich so unzufrieden gemacht und aber auch unsicher. Und ich möchte alle Eltern ermutigen, die in dem Stadium sind oder in der Phase mit den Kindern, wirklich auf den Heiligen Geist hören. Und ja, red du weiter, Ute. Aber ich wollte das unbedingt sagen, dass ich genau und ja, und dass ich dir so dankbar bin und unserem Vater im Himmel so dankbar, dass es jetzt so ist. Ja, jetzt so ist. Hm? Jetzt so ist. Jetzt so ist. Ja, jetzt so ist. Ja, ich auch. Dass alles ans Licht kommt und alles. Ja, ich auch. Ja, danke dir. Ja, bitte. Dorothea. Ja, ich glaube, genug erzogen. Also, was heißt da erzogen? Genau, eben dieses Wort, immer das hat mich immer so getriggert, genau. Aber ich habe denen schon wirklich viel Freiheit. Also die Freiheit. Das, was hat dich getriggert? Das Wort erziehen. Ach so, erziehen, ja. Das Wort erziehen und wie sehe ich meine Kinder, wie frei sie wirklich sind. Wie frei sie schon als Schöpfung Gottes sind. Das war mein Ausgangspunkt schon immer doch. Hm. Ja, das Kind ist dein Bruder halt, ne? Deine heilige Beziehung. Was soll es sonst sein? Mhm. Und es ist einfach so, dass wir. In meiner Erfahrung ist es so, dass wir ganz viele Beziehungen haben und dass es ganz viele, dass alles darauf hinarbeitet, dass es eine heilige Beziehung ist. Und es sieht aus wie viele und das ist richtig so. Jede Beziehung, ob es dein Kind ist, deine Long-Term-Relationship, deine große Liebe aus der Jugend oder deine Mutterbeziehung, deine Vaterbeziehung, die Beziehung zu deinem Vergewaltiger, die Beziehung zu deinem Geschäftspartner, die Beziehung zu deinem Nachbarn, ganz wichtig. Jede Beziehung hat ihre eigenen Qualitäten und ist wichtig auf deinem Weg. Da ist keine weniger wichtig oder weniger, und sie dürfen absolut auch anders erscheinen. Du kannst nicht erwarten, dass es alles gleich aussieht. Es ist ja keine geht ja nicht um Gleichschaltung oder sowas. Es ist einfach nicht in unseren, sondern es ist ein Zulassen von, ja, im Grunde, um zurückzukommen, es ist ein Zulassen deines aktiven Glaubens, dass du in den Glauben kommst, dass du den Glauben anerkennst, dass du deinem Bruder Glauben schenkst. Und das sagst du ihm nicht so nach dem Motto, naja, sieht noch nicht so aus, aber ich glaube an dich, sondern du findest es in deinem Herzen und da ist dann auch gleich die Liebe, ne? Der Glaube sieht ihn nur jetzt. Ah ja. Aber mit dem Glaubensaugen wird der Sohn Gottes als jemand gesehen, dem bereits vergeben ist und der frei von aller Schuld ist, die er sich selber auferlegt hat. Der Glaube sieht ihn jetzt, sieht ihn nur jetzt, weil er sich nicht an die Vergangenheit wendet, um ihn zu beurteilen, sondern nur,
das in ihm sieht, was er in dir sehen möchte. Er sieht nicht mit des Körpers Augen, noch wendet er sich zu seiner Rechtfertigung an den Körper. Also ich liebe das, jetzt hier zu lesen. Ich liebe den Begriff des Glaubens und dass das die Gabe ist, die uns gegeben worden ist, weil in diesem Glauben kann ich so aktiv sein. Das ist so meins, ja. Es liegt so an mir, ob ich glaube. Es ist so mein, es ist so erreichbar. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss jetzt nicht die Erlösung oder ich muss jetzt nicht den absoluten Frieden erfahren oder die Auflösung und whatever, sondern ich muss einfach meinen Glauben finden. Glaube ich, will ich glauben, will ich lieben, will ich mich selbst, will ich das so, ja, diesen Willen einfach wieder zu finden. Und ach ja, natürlich möchte ich dir glauben. Natürlich möchte ich dir glauben, dass du nicht dein ganzes Ego ist, dass ich, abgesehen davon, dass ich das da rein projiziere, aber dass ich anscheinend das sehe und das ja so ausgebuchst ist, oder wie sagt man, so fuchsig ist, es so real dastehen zu lassen, als ob das eine unumstößliche Wahrheit wäre. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wieso wir das so machen. Aber er sieht nicht mit des Körpers Augen. Er ist der Bote der neuen Wahrnehmung, der ausgesandt ist, um Zeugen für ihr Kommen zu versammeln und deren Botschaften zu dir zurückzubringen. Der Glaube sieht ihn nur jetzt, weil er sich nicht an die Vergangenheit wendet, um ihn zu beurteilen, sondern nur das in ihm sieht, was er in dir sehen möchte. Also wir sind noch gar nicht bei der Wahrheit. Ich sehe in dir nur, was ich sehen möchte. Und dazu muss ich, das ist quasi, also da bin ich noch ganz bei mir, da bin ich noch ganz bei meinen Fähigkeiten als Nicht-Wundergesinnte, sage ich jetzt mal. Also da bin ich ganz bei mir, dass ich, dazu bin ich in der Lage. Ich bin in der Lage zu sehen, okay, will ich recht haben oder glücklich sein? Nee, ich will echt nicht recht haben. Ich will die Liebe sehen. Ich will die Liebe sehen. Ich will nicht die Rechthaberei sehen. Ich will nicht den Angriff sehen. Ich will nicht sehen die Abwendung, die Trennung, die Kleinmacherei. Und ihr wisst alle, wovon ich spreche, ja? Oder? Gibt es hier jemanden, der nicht weiß, was ich meine? Okay, we are on the same page. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also, der Glaube sieht ihn nur jetzt, weil er sich nicht an die Vergangenheit wendet, um ihn zu beurteilen, sondern nur das in ihm sieht, was er in dir sehen möchte. Also nochmal, ich bin diejenige, die sich entscheidet, was ich sehen möchte. Möchte ich den Angriff sehen und die Abweisung und den, gibt mir das noch was? Oder bin ich jetzt so weit zu sehen, dass es alles nur die Boten sind, die ich aussende, damit ich sie dann schön wieder zurückkriege, um mich selbst zu martern? Das ist es nämlich, was es ist. Ich sende die Boten aus, um sie dann, um dann damit recht zu haben, wie elend ich doch bin. Und da kann ich ja dann wirklich sagen, okay, will ich recht haben oder glücklich sein? Er sieht nicht mit den Körpers Augen, noch wendet er sich zu seiner Rechtfertigung an den Körper. Er ist der Bote der neuen Wahrnehmung, der ausgesandt ist, um Zeugen für ihr Kommen zu versammeln und deren Botschaften zu dir zurückzubringen. Ihr kleingeschrieben. Welches ihr? Er ist der Bote der neuen Wahrnehmung,
der ausgesandt ist, um Zeugen für ihr Kommen zu versammeln. Also der Glaube, ne, ist der Bote, der ausgesandt wurde, um ihr Kommen zu versammeln und deren Botschaften zu dir zurückzubringen. Du brauchst es nur ausprobieren und du wirst sehen, dass es so ist. Glaube an deinen Bruder und du wirst die Liebe zurückbekommen, die du gegeben hast. Und es wird am Anfang bruchstückhaft sein und erstmal nur da, wo du es in der Lage bist zu überblicken und es anzuwenden, und dann wirst du es sehen, dass es funktioniert, und dann wirst du es immer weiter ausdehnen wollen, also es überall anwenden, weil was würdest du denn noch zurückhalten? Wem möchtest du denn nicht diese Gabe geben, um dann selber davon zu profitieren? Es ist eine Win-Win-Situation sozusagen, ja. Das ist es, was es ist. Du und dein Bruder, ihr werdet gemeinsam nebeneinander in das Himmelreich eintreten. Ihr werdet euch die Hand halten und gemeinsam, also das ist ja das Außergewöhnliche am Kurs, so. Er gibt eine ganz spezielle, ist es speziell, kann ich sagen, eine allgemeingültige, whatever. gibt eine ganz, und ich nenne es trotzdem, spezifische Liebe an die Hand, die du in der Meditationshöhle im Himalaya nicht anscheinend nicht mehr gute Dienste leistet, ja. Das dient dir jetzt nicht mehr. Zu meditieren und Gott zu erreichen und da im Bliss zu sein und so weiter. Es dient dir nicht mehr. Dein Bruder ist jetzt, hat den Schlüssel in der Hand. So sagt es der Kurs. Und das finde ich ist eine ganz spezielle, es ist dein Weg. Und natürlich sieht er individuell aus, weil es dein Weg ist. Es ist dein Weg. Dein Bruder ist dein Weg. Dein Bruder ist deine Meditation. Dein Bruder ist dein Geistestraining. Oder zumindest das Vehikel sozusagen, das, woran du es erkennst, dass du das Geistestraining vollbringst, durchmachst. Der Glaube lässt sich ebenso leicht gegen die Erkenntnis eintauschen wie die wirkliche Welt. Okay, da spricht er von Sachen, die ich nicht kenne. Der Glaube lässt sich ebenso leicht gegen die Erkenntnis eintauschen wie die wirkliche Welt. Wie die wirkliche Welt, wie die Wahrheit, wie die wirkliche Welt sanft in die Wahrheit gleitet, so gleitet der Glaube sanft in die Erkenntnis. Denn der Glaube entsteht aus der Wahrnehmung, der Heilige Geist. Des Heiligen Geistes und ist das Zeichen, dass du sie mit ihm teilst. Der Glaube entsteht aus der Wahrnehmung des Heiligen Geistes und ist das Zeichen, dass du sie mit ihm teilst. Die Wahrnehmung, dass du die Wahrnehmung mit ihm teilst. Oh Mann, wie einfach ist das? Also ich finde das sehr schön mit dem Glauben. Also habe ich schon gesagt, ne, der Glaube ist erreichbar für mich. Ich kann den Glauben anwenden. Die Erkenntnis ist nicht für mich erreichbar. Die Wahrheit ist für mich nicht erreichbar. Der immerwährende Frieden ist für mich nicht so machbar, ja. Ich kann das nicht so, ich will den Frieden Gottes, es ist manchmal für mich einfach gar nichts, wenn ich das sage, ja. Aber den Glauben, den kann ich anwenden. Und das liebe ich. Da bin ich, und das ist der Heilige Geist schon. Da fängt das schon an. Also sehr praktisch. Der Glaube ist es für mich, eindeutig. Der Glaube ist eine Gabe, die du dem Sohn Gottes durch ihn schenkst. Der Glaube ist eine Gabe, die du dem Sohn Gottes durch ihn schenkst. Und er ist gänzlich annehmbar für seinen Vater wie für ihn.
Aha, gut. Er ist gänzlich annehmbar für seinen Vater wie für ihn. Gut. Deshalb wird er dir angeboten. Deine heilige Beziehung schenkt dir mit ihm neuen, deine heilige Beziehung schenkt dir mit ihm neuen Zweck, den Glauben, damit du ihn deinen Bruder gibst. Ich glaube, ich brauche ein Glas Wasser. Nochmal, deine heilige Beziehung schenkt dir mit ihrem neuen Zweck den, jetzt habe ich es richtig. Jetzt ja, hol dir doch das Glas Wasser. Ich habe es falsch betont, ja. Deine heilige Beziehung schenkt dir mit ihrem Zweck, ihrem neuen Zweck den Glauben. Okay, ja. Damit du ihn deinem Bruder gibst. Dein Unglaube hat dich und ihn auseinandergetrieben. Deshalb nimmst du die Erlösung in ihm nicht wahr. Der Glaube aber vereint euch in der Heiligkeit, die du siehst, nicht mit des Körpers Augen, sondern aus seiner Sicht, der sich mit euch verbunden hat und in dem ihr vereint seid. Also in deiner heiligen Beziehung deine heilige Beziehung hat diesen neuen Zweck, damit du ihm deinen Bruder schenkst. Ja, wissen wir ja schon. Also der Glaube wird angeboten. Ich gebe dir meinen Glauben an dich. Wieso sollte ich den vorenthalten? Wir schauen ja quasi nur zurück. Dein Unglaube hat dich und ihn auseinandergetrieben, natürlich. Und deswegen nimmst du die Erlösung nicht in ihm wahr. Gnade wird nicht einem Körper, sondern einem Geist geschenkt. Und der Geist, der sie empfängt, schaut unverzüglich über den Körper hinweg und sieht den heiligen Ort, an dem er geheilt worden ist. Dort ist der Altar, wo die Gnade, in der er steht, geschenkt ward. Biete deinem Bruder also Gnade und Segen an, denn ihr steht am selben Altar, auf dem die Gnade für euch beide gelegt ward. Und werdet gemeinsam geheilt durch die Gnade, damit ihr durch den Glauben heilen mögt. Ich glaube, dazu sage ich mal einfach nichts. Im heiligen Augenblick stehst du mit deinem Bruder vor dem Altar, den Gott für sich selbst und für euch beide aufgerichtet hat. Legt den Unglauben weg und kommt gemeinsam zu ihm her. Also das meine ich mit dieser besonderen, also sagen wir mal spezifisch scheinenden Liebe, die der Kurs in Wundern anzubieten hat, dass da du und dein Bruder seid, ne? Weil ey, wir wissen ja, es gibt ja keinen Bruder, ne? Ist ja alles meine Projektion, ist ja alles irgendwie, es gibt ja nur eins und nur die Leere und nur die Stille und es gibt überhaupt keine, lalala, wo kommt denn da auf einmal ein Bruder her? Das ist doch irgendwie voll irgendwie gegen das Konzept so ungefähr. Ist ja nicht politisch korrekt, oder? An einen Bruder zu glauben, oder? Aber er nimmt den Bruder, ja? Und ich meine, fühlt ihr es oder fühlt ihr es nicht? Willst du deinen Bruder lieben oder willst du lieber alleine sein? Ja, nee, ich fühle das ganz deutlich, weil ich war ja auch jetzt, wenn ich mich als Kind sehe und du sagst diese Worte gerade, es gibt keinen Bruder, dann denke ich gerade, also ich kann das voll nachvollziehen, weil ich 3 Jahre alt bin, plötzlich einen Bruder erwarte. Und dann war der Bruder, als ich 7,5 war, wieder weg. Also deine Worte, die haben gerade so richtig einen Druck verschafft bei mir. Ich hoffe, nur positiv. Ja. Ja, aber ja. Im heiligen Augenblick. Also ich meine, der ganze Textbuch, da geht es
ich weiß nicht, zu 70% um deinen Bruder oder zu 80%. Das wird ja wohl nicht ohne Grund sein. Oder zu 90%? Im heiligen Augenblick stehst du mit deinem Bruder vor dem Altar, den Gott für sich selbst und für euch beide aufgerichtet hat. Lege den Unglauben weg und kommt gemeinsam zu ihm her. Dort wirst du das Wunder deiner Beziehung sehen, wie sie erneuert wurde durch den Glauben. Und dort wirst du begreifen, dass es nichts gibt, was der Glaube nicht vergeben kann. Ja, das ist wunderschön. Kein Irrtum behindert seine ruhige Sicht, die das Wunder der Heilung mit derselben Lieblichkeit zu ihnen allen bringt. Denn das, wozu die Liebe Bote ausgesandt sind, das tun sie, und sie kommen mit der frohen Botschaft wieder, dass es dir und deinem Bruder getan wurde, die ihr zusammensteht vor dem Altar, vor dem sie ausgesendet wurden. Von dem sie ausgesendet wurden. Dein Vater hat dir deinen Bruder gegeben, damit ihr euch glücklich macht und sonst gar nichts, heißt es, Kapitel 17 oder so. Er hat dir deine Beziehung gegeben, um dich glücklich zu machen und sonst gar nichts. Nochmal, er hat dir deine Beziehung gegeben, deine Beziehungen von mir aus, ja. Deine Beziehungen oder deine Beziehung gegeben, deinen Bruder dir gegeben, um dich glücklich zu machen und sonst gar nichts. Und sonst gar nichts. Und sonst gar nichts. Und sonst gar nichts. Er hat sie dir gegeben, um dich glücklich zu machen und sonst gar nichts. Boah! Tun sie es. Machen dich deine Beziehungen glücklich. Du darfst glücklich sein. Es ist deine Aufgabe, glücklich zu sein. Es ist Gottes Wille, dass du glücklich bist. Er hat dich erschaffen, um selbst glücklich zu sein. Wie der Unglaube eure kleinen Königreiche unfruchtbar und getrennt voneinander hält, so hilft der Glaube dem Heiligen Geist, den Boden für den allerheiligsten Garten zu bereiten, den er daraus machen möchte. Also er zerstört nicht deinen kleinen Garten, für den du dich so schuldig fühlst, dass du hier so deinen kleinen Garten beackerst und denkst, naja, eigentlich hat ja Gott was Größeres für mich vorgesehen, als dass ich meinen Schrebergarten gieße oder sowas. Oder dass ich meine 7 Sachen zusammenhalte oder irgendeinen Job mache oder sowas. Eigentlich müsste ich doch was, tada, irgendwie was Größeres machen oder so. Weil Gott wird mich dafür hassen, dass ich nicht der Held bin einer Welt, die zusammenfällt, sondern, nein, ganz im Gegenteil, er zerschlägt nicht deinen Garten, sondern er macht daraus einen allerheiligsten, deine kleinen, unfruchtbaren Königreiche, ja? Daraus macht er einen heiligen Garten, den allerheiligsten Garten, wo jeder kommen kann und davon trinken und essen kann. Und das Wasser des Lebens erfährt. Also nochmal, wie der Unglaube eure kleinen Königreiche unfruchtbar und getrennt voneinander hält, so hilft der Glaube dem Heiligen Geist, den Boden für den allerheiligsten Garten zu bereiten, den er daraus machen möchte.
Denn Glaube bringt Frieden und so ruft er die Wahrheit an, einzutreten und das schön zu machen, was für die Schönheit schon bereitet ist. Denn Glaube bringt Frieden und so ruft er die Wahrheit an, einzutreten und das schön zu machen, was für die Schönheit schon bereitet ist. Also mit anderen Worten, biete einfach alles dem Heiligen Geist, er wird es in einen Segen verwandeln. Egal, was für ein Zerrbild du daraus gemacht hast oder was für einen Fluch du darin siehst, biete es ihm an und er wird daraus einen Segen machen. Er wird dir nichts wegnehmen. Dieses Buch, das schreibt er ja auch hier im Handbuch für Lehrer, dieser Glaube an Opfer, der Glaube an Opfern ist so stark in uns, dass wir jahrelang oder ganz, ganz lange, sagt er da irgendwie, brauchen, um weiterzukommen. Wir denken, wir hätten schon was gelernt, aber in Wahrheit stehen wir an der Stelle und werden geläutert und geläutert. Unsere Urteile werden aufgedeckt und aufgedeckt, bis wir dann endlich an des Pudels Kern erreicht haben und dass die Idee des Opfern haben fahren lassen können, also gehen lassen können. Und dann geht die Reise weiter. Dann geht es erst los, ne? Wenn ich aufgehört habe zu glauben, ich müsste hier irgendetwas opfern. Denn Glaube bringt Frieden. Und so ruft er die Wahrheit an, einzutreten, das schön zu machen, was für die Schönheit schon bereitet ist. Die Wahrheit folgt dem Glauben und dem Frieden und vervollständigt den Prozess des Schönmachens, den sie begonnen haben. Denn der Glaube ist noch ein Lernziel, das dann nicht mehr benötigt wird, wenn die Lektion gelernt ist. Die Wahrheit aber wird für immer bleiben. So lass denn deine Hingabe dem Ewigen gelten und lerne es nicht zu beeinträchtigen und zum Sklaven der Zeit zu machen. Da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, was er jetzt da wieder mit meint. So lass denn deine Hingabe dem Ewigen gelten und lerne es nicht zu beeinträchtigen, um zum Sklaven der Zeit zu machen. Also Finger weg sozusagen. Gib es ihm und versuch halt so wenig wie möglich dran rumzuschrauben nach deinem Gutdünken, was jetzt mein Sohn bräuchte, um eine ordentliche Erziehung zu genießen, ja? Sondern dass ich es wirklich, wirklich ins Vertrauen gehe, wirklich in den Glauben. Dass ich es mir einfach erlaube, dass ich es, für mich ist es immer, darf ich das wirklich? Darf ich wirklich glauben, dass meinem Sohn nichts fehlt, dass der alles hat, was er braucht, dass perfekt für ihn gesorgt wird, ob ich jetzt da bin oder nicht? Ob ich jetzt die tolle Mutter bin oder nicht, darf ich das oder sollte ich nicht noch ein bisschen kontrollieren? Und es geht nur um diesen kleinen Moment. Es geht nicht darum, dass du dein Kind nicht irgendwie zum Nachhilfeunterricht schickst oder keine Ahnung, dem die Zähneputzen beibringst. Sondern es geht um diesen kleinen Link im Geist zu sagen, okay, ich darf vertrauen. Ich darf vertrauen, dass es perfekt ist, dass perfekt gesorgt wird für ihn. Nicht, weil ich das tue, sondern bestenfalls auch mit, teilweise durch mich. Aber nur oder vielleicht sogar ganz und gar durch mich, in meinem Glauben daran, egal was ich tue, sondern in meinem Glauben daran passiert ist, weil wir geistige Wesen sind. Es geht nicht darum, was ich tue, sondern was glaube ich? Ist meine Handlung getränkt mit dem Glauben oder ist sie getränkt mit dem Zweifel und der Sorge? Darum geht's. Was gebe ich ihm eigentlich?
Gebe ich ihm die Sorge oder gebe ich ihm den Glauben und das Vertrauen? Ja, es ist einfach nur eine Justierung, eine neue Justierung, immer wieder aufs Neue, bis es einfach das Geläufige ist. So lass denn deine Hingabe dem Ewigen gelten und lerne es nicht zu beeinträchtigen und zum Sklaven der Zeit zu machen. Denn was du dem Ewigen anzutun glaubst, das tust du dir an. Wenn Gott, wen Gott als seinen Sohn schuf, der ist durch nichts versklavt, da er Herr ist über alles, zugleich mit seinem Schöpfer. Einen Körper kannst du versklaven, eine Idee aber ist frei und lässt sich nicht gefangen halten oder irgendwie begrenzen, außer durch den Geist, der sie dachte. Denn sie bleibt mit ihrer Quelle verbunden, die ihre Kerkermeister oder ihr Befreier ist, je nachdem, welches davon sie als ihr Ziel für sich wählt. Ende des Kapitels. Klappe zu. Habt ihr es verstanden? Wart ihr ordentliche Kursschüler? Aber bitte wiederholen. Tamara weiß Bescheid, gut. Eins. Ja, es ist immer dasselbe und es ist ein ganz tantes Erinnern, ne? Und Verbinden. Ich meine, ihr wisst ja, was wir hier machen. Ne? Wir machen ja nicht, ihr wisst ja, das ist ja das Schöne. Ne? Wir wissen ja, es geht nicht darum, dass irgendjemand irgendwem was sagt, sondern wir wissen alle, dass es darum geht, dass durch die Verbindung die Information reinkommt, die wir halt brauchen. Weil Leute, das wollte ich ganz am Anfang sagen, habe ich ganz vergessen. Du bist gar kein Körper, du bist Licht. Du bist tatsächlich Licht, du bist Licht, du bist tatsächlich Licht. Und das formt sich dann so aus, hier so, ja. Das beult sich hier in sowas Silikonartiges, ja. Aber das ist dahinter, das ist wirklich Licht. Wir sind abstrakt. Es ist krass, aber es ist gut. Es ist gut, da hinzukommen und dann kannst du damit auch spielen. Ne? Dann ist das natürlich irgendwie hier ein Spiel. Also dann ist das... dehnbar, ne? Dann ist es viel weiter dehnbar. Dann kann auch mal so ein Krebs verschwinden oder so eine Kleptonomie oder eine, was gibt es nicht alles für Krankheiten. Am Anfang des Kapitels geht es nämlich um Krankheiten, ne? Und der Körper kann gar nicht krank sein. Es ist immer nur der Geist. Der Körper kann nicht krank sein. Wenn du ihm die Macht gibst, krank zu sein, dann stellst du ihn über Gott. Und das solltest du nicht tun. Also du solltest ihn nicht über die Abstraktion stellen. Du brauchst ihn nicht verleugnen, er ist da, du erfährst ihn. Es ist irgendwie absurd zu sagen, es gibt, also für mich ist es absurd zu sagen, es gibt keinen Körper, wenn ich ihn doch erfahre so. Aber die Prioritäten kann ich setzen. Ich kann sagen, der Körper steht unter dem Geist. Und das sollte ich auch definitiv tun. Und es ist dumm, das nicht zu tun. Es ist wirklich dumm, dem Körper die gleiche Wertigkeit zu geben wie dem Geist. Das ist wirklich dumm. Ich weiß nicht, aber also da kriege ich ja gleich, muss ich ja gleich vergeben. Es scheint ja Leute zu geben, die das wirklich tun, ja. Da kriege ich ja gleich ein Groll. Wozu dieser Groll? Unendliche Geduld. Es geht um die unendliche Geduld. Ein Lehrer Gottes ist unendlich geduldig. Er hat kein Problem mit Geduld, ja. Also er empfindet das nicht als schmerzhaft oder langwierig, sondern er ist dem Ziel ausgerichtet und darin frohlockt er. Und deswegen ist es halt, spielt die Zeit eben keine Rolle. Es ist doch schön, hier zu sein. Ich meine, wir sind ja hier und leiden hier, weil wir ungeduldig sind. Oh mein Gott, ich bin so schnell in der letzten Zeit. Also jetzt ist ja erst Viertel nach. Naja, gut. Wir sind hier, weil wir ungeduldig sind, weil wir denken, das nicht auszuhalten.
das dauert mir zu lange. Wo ist die Erlösung? Wo ist Gott? Das ist langweilig. Mein Sohn hasst Langeweile. Er hasst die Langeweile. Ich meine, das ist so schön, Langeweile. Es ist ein kreativer Moment. Langweil dich ruhig. In der Langeweile kommen neue Ideen rein. Gib dem ruhig den Raum, dass du nicht weißt, was es zu tun gibt. Das ist voll in Ordnung. Hab nur einfach keine Angst davor. Das ist ja eine regelrechte Angst. Oh, was soll ich tun? Was soll ich tun? Wer bin ich? Oh Gott, ich verschwende meine Zeit. Ich muss was Effektives tun. Ich muss mein Leben gestalten. Ich muss mehr aus meinem Leben machen. Ich muss irgendwie, und dann mache ich schnell irgendwie ein YouTube-Teaching an oder sowas, ja, aus lauter Panik. Aber in Wahrheit ist das der Moment. Denn jeder Moment ist der Moment. Das ist nämlich am Anfang des Kapitels. Der allererste Paragraph, den lese ich euch nochmal vor. Lese ich nochmal vor. Ich komme in eine reine Chiffonatur. Das erkennt man manchmal bei dem Singsang in meiner Stimme. Heilung und Glaube. Erster Paragraph im Kapitel 19. Erstes Kapitel, erster Paragraph. Wir haben schon gesagt, dass der Frieden unausweichlich ist, wenn eine Situation gänzlich der Wahrheit hingegeben wurde. Sein Erlangen ist das Kriterium, anhand dessen die Gänze der Hingabe sicher angenommen werden kann. Aha. Sein Erlangen ist das Kriterium, anhand dessen die Gänze der Hingabe sicher angenommen werden kann. Okay. Doch haben wir auch gesagt, dass Frieden ohne Glauben niemals erlangt wird. Denn was der Wahrheit als seinem einzigen Ziel hingegeben wird, das wird der Wahrheit durch den Glauben überbracht. Okay. Dieser Glaube umfasst jeden Beteiligten. Ah ja, das wollte ich jetzt eigentlich lesen. Dieser Glaube umfasst jeden Beteiligten, denn nur so wird die Situation als bedeutungsvoll und als Ganzes wahrgenommen. Und alle müssen darin einbezogen sein, sonst ist dein Glaube begrenzt und deine Hingabe unvollständig. Ja, ich meine, klar, natürlich. Natürlich, alle sollen glücklich sein. Also deine Harmoniesucht ist vollkommen akzeptiert. Alle sollen glücklich sein. Jede Situation, nimmt man sie richtig wahr, wird zu einer Gelegenheit, den Gottessohn zu heilen. Also, das wollte ich auch lesen. Jede Situation, nimmt man sie richtig wahr, inklusive dieser Situation, wird zu einer Gelegenheit, den Gottessohn zu heilen. Er wird geheilt, weil du ihm Glauben schenktest, indem du ihm dem Heiligen Geist übergeben und ihn von jeder Forderung befreit hast, die dein Ego an ihn stellt. Nicht immer einfach, alle Forderungen loszulassen, die das Ego aufstellt, aber machbar. Wenn ich das sage, dann ist es auch so für dich. Mit ganz, ganz großer Sicherheit. Solltest du manchmal wanken, dann kannst du dich an Ute erinnern, ja, die hat es geschafft, dann werde ich das ja wohl allemal schaffen. Ja, so ist es. Noch was teilen oder hinzufügen oder kritisieren oder anmerken oder begrüßen oder fertig machen oder schwarz malen oder rosa malen oder so oder Hallo sagen oder segnen, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu. Ja, genau. Ich segne dich mit der Liebe Gottes. Das mag ich so richtig gerne aussprechen. Ich segne dich mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. Weil ich möchte diese freudige Lektion erlangen, dass es keine Liebe außer der Liebe Gottes und der deinen. Und der meinen. Meinen und der deinen und der einen jeden. Ja. Danke. Danke, Dorothee. Weiter.
Hm.